Das erste Abendtraining in Doha war gerade zu Ende. Da schritten ein paar Unerschrockene noch zu einem letzten Spielchen. Trifft die Latte oder es trifft dich vielleicht. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist eins der größten Comebacks der Sportgeschichte. Ja, der war harmlos. Oh! Der war Treffer. Aber das tust du aber auch auf YouTube, nicht nur über mich. Keine Sorge, Thomas, aus dem Hintergrund. Das Lattenschießen gibt es demnächst auf unserem FCB-YouTube-Kanal zu sehen. Also, der Kapitän hat die Abendsession folgenlos überstanden und war am nächsten Tag natürlich wieder dabei. Die nächsten 90 Minuten, die vormittags hauptsächlich im Ausdauerbereich als Schwerpunkt liegen. Heute hat man die erste, wie sagt man so schön, Parcours mit Laufelementen mit dabei. Also anstrengende Einheit, wobei man nicht sagen kann, dass die letzten Tage nicht auch anstrengend war. Also trotzdem, ich glaube, heute hat man dann gemerkt, dass man wirklich im Trainingslager angekommen ist. So muss es sein, Herr Kapitän, und Philipp weiß auch, was für eine erfolgreiche Rückrunde zu tun ist. Man arbeitet an allem. Also das beginnt bei unserem eigenen Aufbauspiel, das Defensivarbeit, Offensiv, also das Übliche, was man so trainiert. Ich denke nicht, dass es an der, was auch mal Thema war, irgendwo in den Medien, dass es an der Fitness lag. Das denke ich nicht, sondern am Ende der Saison wird es einfach immer enger. Man spielt dann eben Viertelfinale Champions League, Halbfinale Champions League und da ist das Niveau einfach höher, als wenn man in einer Gruppenphase spielt. Das ist ganz normal, weil es hinten raus eben die entscheidenden Spiele dann kommen, gegen großartige Mannschaften auch. Und da kann man dann auch Spiele verlieren. Doha bietet alles, was der Profi braucht. Das hat auch Philipps Sitznachbar in der Mannschaftskabine, Xabi Alonso, schnell erkannt. Wir haben sehr gut trainiert, waren diese zwei Tage. Wir müssen uns für den zweiten Teil vorbereiten. Und wir haben hier sehr gute Konditionen, das zu machen. Wir haben eine sehr wichtige 6 Monate zu spielen. Manuel Neuer ist zum dritten Mal in Folge zum Welttorhüter des Jahres gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch, Manu. Tolle Auszeichnung und auch wieder ein super Ansporn fürs neue Jahr für dich. Ja, auf jeden Fall. Erstmal freue ich mich natürlich über diesen Titel, über das Triple, jetzt dreimal nacheinander Welttorhüter geworden zu sein. Und ist natürlich schön und ich hoffe natürlich, dass auch der ein oder andere Spieler aus unserer Mannschaft dann dabei ist. David Alaba ist dann neben Manuel von den Fans in das UEFA-Team des Jahres gewählt worden. David gar mit den zweitmeisten Stimmen, geschlagen lediglich von Lionel Messi. Schöner Besuch heute Vormittag. Boris Becker nutzte das zeitgleich in Doha stattfindende ATP-Tennisturnier zum Vorbeischauen. Der FC Bayern ist halt auf ewig sein Lieblingsclub. Jan Kirchhoff hat den FC Bayern verlassen. Der Defensivspieler unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bis 2017 beim englischen Premier League Club AFC Sunderland. Und auch Sinan Kurt hat den Club gewechselt. Der 19-Jährige spielt bis 2019 für Hertha BSC Berlin.